Booms hat es gestern gemacht an der Wall Street. Das war ein echter Nackenschlag, vor allem für Elon Musk und die Tesla-Aktie. Das ist deshalb wichtig, weil eben diese Tesla-Aktie jetzt dafür sorgt, dass vorbörslich die Dinge ein bisschen sich entspannt zu haben scheinen. Aber dieser Nackenschlag, der kam auch für mich ein Stück weit überraschend, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Heute kommen die US-Inflationsdaten, PCE, und da werden wir wahrscheinlich eine nächste heftige Bewegung sehen. In welche Richtung diese Bewegung gehen könnte, sollte, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Beim letzten Videoausblick diesen Jahres schauen wir uns zunächst mal an, was gestern passiert ist. Wir haben vor allem Nasdaq, also die Tech-Werte, unter Druck. 2,5% ging es nach unten. Wir sahen dann im späten Handel nochmal eine Erholung der US-Indizes. Und was war der Auslöser dieses doch ziemlich heftigen Rückschlags, den wir da zwischenzeitlich gesehen haben? Es waren die besseren US-BIP-Daten, dritte Veröffentlichung. Normalerweise ist eine solche dritte Veröffentlichung, letzte Veröffentlichung bei dem US-BIP eigentlich überhaupt kein Market Mover, bewegt die Märkte normalerweise nicht, aber die Zahl war deutlich höher. Erste Veröffentlichung 2,7, zweite Veröffentlichung 2,9%, jetzt 3,2%, Preisdeflator höher. Das hat die Sorgen geschürt, wow, da ist was im Busch seitens der Fed. Die Terminal Fed Rate Expectations sind weiter nach oben gegangen und das ist natürlich Gift für die Märkte. Der Nasdaq jetzt mit dem schlechtesten Dezember seit dem Jahr 2002. Wird sich der Fall heute fortsetzen? Wie wird jetzt am letzten Handelstag vor Weihnachten die ganze Geschichte laufen? Tapper war es, der Fondsmanager David Tapper, der an der Wall Street sehr beachtet wird, mit seinem Appaloosa Investment Vehicle, der gesagt hat, also ich glaube den Notenbanken, die werden die Zinsen nicht so schnell senken, und das ist genau das, was die Märkte nicht hören wollten, nämlich die Aussage, ja, die Fed wird die Zinsen nicht senken. Genau das ist aber fest eingepreist in den Märkten. Man rechnet damit, dass die Notenbank eben dann schon im Jahr 2023 die Zinsen wieder runternimmt, und das bedeutet wiederum, wenn die Zinsen nicht sinken, dann stellt sich die Bewertungsfrage. Und diese Bewertungsfrage sehen wir hier unten, da sind wir schlichtweg zu teuer, wenn entweder die Zinsen oben bleiben oder eben eine Rezession kommt. Hier sehen wir mal die sogenannte Heatmap mit den großen Tech-Aktien schwer unter Druck, eine Apple, eine Microsoft, eine Amazon über 3% verloren, vor allem aber die Tesla-Aktie fast 9% verloren, und Tesla ist immer noch ein Schwergewicht natürlich an den Märkten. Und jetzt schauen wir uns mal diese Tesla-Aktie an. Da gab es offenkundig Margin Calls gestern im Volumen von 5 Milliarden Dollar. Zwischenzeitlich, das dürfte sich dann nochmal ein bisschen radikalisiert haben, bevor dann die Drehung in den Markt kam. Es war hohes Volumen in der Tesla-Aktie, da ist richtig was gedreht worden. Man hat jetzt, oder die Tesla-Aktie hat jetzt im Grunde alles verloren, was sie aufgebaut hatte an Outperformance, eben seit der Aufnahme in den S&P 500, fundamental mehr als gerechtfertigt. Sie kennen da meine Auffassung, dass Tesla schlichtweg zu teuer ist. Und dann aber kam Elon Musk nachbörslich raus und hat gesagt, ich werde jetzt also bis 2025 keine eigenen Aktien verkaufen. Das hat die Tesla-Aktie nachbörslich nach oben gebracht, hat die US-Futures nachbörslich nach oben gebracht. Dennoch ist das wohl nur eine kleine Etappe auf dem weiteren Weg nach unten. Zumal in letzter Zeit vor allem Retail-Investoren, also Privatinvestoren, sich massiv eingekauft haben, diese Dips immer gekauft haben, in der Hoffnung, ja, da wird etwas nach oben kommen wieder, und insgesamt diese Retail-Investoren sind die großen Verlierer. Das durchschnittliche Portfolio dieser amerikanischen Retail-Investoren 35% im Minus, deutlich mehr als der Leitindex selbst, der ja etwa 20% im Minus ist. Also das war ein ziemlich miserables Jahr bisher, was hier abgelaufen ist, nicht nur für Retail-Investoren, sondern eben auch für professionelle Investoren, die eben gerade diese dicken Tech-Aktien long gewesen sind, die vor allem in Anleihen long gewesen sind. Das war ja auch ein sehr, sehr schlechtes Jahr für die Anleihen. Aber heute im Fokus, und das wird sehr, sehr wichtig, die Verbraucherpreise, PCE. Das ist die von der Fed
ausdrücklich genannte relevante Kernmarke letztendlich für die Inflation. Da gibt es zwei Varianten, einmal den PCE-Preisindex und dann den Kernpreisindex PCE, also ohne Nahrung und Energie. Und wenn wir uns das mal anschauen, für heute erwartet im Kernbereich 4,7% statt 5% im letzten Monat, zum Vormonat 0,2%. Und jetzt ist es eben so, wenn diese PCE-Daten jetzt auf der Unterseite wieder überraschen würden, dann könnten die Märkte durchaus nochmal eine kleine Rallye zaubern. Wenn sie höher sind, dann dürfte das nochmal für einen weiteren Rückschlag sorgen. Wir wollen uns gleich anschauen, wohin die ganze Geschichte laufen könnte. Viele erwarten, dass die Zahl deutlich niedriger reinkommt, nachdem ja die CPI-Daten, also die normalen Verbraucherpreise, ja schon niedriger ausgefallen sind. Und hier sagt Zero Hedge zum Beispiel, dieses ganze hawkische Narrativ der Fed, das würde dann in sich zusammenbrechen. Naja, das ist eben die Frage. Wir wissen, dass hier offenkundig eine gewisse Diskrepanz ist zwischen einigen Daten, die die Fed nach vorne schiebt. Ich hatte das schon mehrfach erwähnt. Arbeitsmarktdaten sind wahrscheinlich nicht so gut wie offiziell dargestellt, wie die Philadelphia Fed klar gemacht hat. Ganz im Gegensatz zu den Daten des Bureau of Labor Statistics und auch eben diese Service-Komponente innerhalb der Inflation, die ist ein echter Faktor. Jetzt sehen wir, wie Mohamed El-Erian richtig beschreibt, dass eben hier diese zinssensitiven Sektoren, vor allem die Gütersektoren, die haben schon deutlich reagiert. Wir sehen den Hausmarkt deutlich abschwingen, aber diese Service-Inflation, die ist eben weniger zinssensitiv. Das ist genau der Punkt, auf den jetzt zu achten sein wird. Das ist das, was letztendlich hier die Frage bestimmen wird. Wird die Fed umsteuern, ja oder nein? Die Märkte sind ja das ganze Jahr diesem Fed-Pivot hinterhergelaufen, haben versucht zu sagen, komm, ihr seid doch bald fertig, ihr werdet bald die Zinsen senken. Die Fed sagt, nein, das werden wir nicht tun. Hier sehen wir, dass übergeordnet technisch noch einige Indikatoren darauf hindeuten, dass wir noch nicht den Boden gefunden haben. Das ist ja schon lange meine These, dass wir nochmal tiefere Tiefs sehen werden, übergeordnet im längeren Zeitfenster. Warum ist das so? Ich versuche das hier mal anhand von zwei Investoren, die richtig gut performt haben in diesem Jahr, anschaulich zu machen. Warum haben sie gut performt? Weil sie gesagt haben, wir nehmen die Fed ernst. Das ist das, was Tepper auch gesagt hat. Ja, die werden nicht so schnell umsteuern. Das wird nicht passieren. Und jetzt ist eben diese Performance dieser Herrschaften darauf zurückzuführen, dass sie sagen, wir nehmen die Fed ernst. Wir glauben daran, dass die Fed nicht die Zinsen senken wird in 2023. Und hier vor allem mit der Begründung, für die Fed ist das schlimmste denkbare Szenario ein Inflationspfad, der die Talsohle erreicht und dann wieder ansteigt. Das ist genau das, was die Fed fürchtet, nämlich die Inflation kommt runter, die Märkte sagen sich, wow, das Thema Inflation ist gegessen und dann geht es wieder nach oben. Die Fed ist sehr stark geprägt von den 1970er Jahren, als eben dieses Muster sich abgezeichnet hatte, Inflation sehr hoch, dann wieder runtergekommen, dann aber wieder gestiegen. Und hier sagt einer dieser Fondsmanager eben, die Menschen erwarten, dass die Zinsen sinken. Und ich denke, wir sollten auf die Aussagen der Zentralbanker und ihre Inflationssorgen hören. Also wir nehmen schlichtweg die Inflation wie auch die Fed ernst. Die Fed hat den Inflationsgeist aus der Flasche gelassen, ihn wieder einzufangen. Das wird sehr, sehr schwierig. Diese beiden Herrschaften haben es also genau auf den Punkt gebracht und sie werden weiterhin diese Haltung letztendlich in ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Also sie werden nach diesem Handlungsmuster weiter folgen. Die Fed wird die Zinsen nicht senken. Damit sind sie bisher gut gefahren und wahrscheinlich werden sie auch weiterhin gut damit fahren. Schauen wir uns mal an, wie die Dinge jetzt im aktuellen kurzfristigen Rahmen ausfallen. Hier sehen wir diese Drehung gestern, die wir dann nach dem ganz herben Abverkauf zwischenzeitlich gesehen haben. Die hat sich ein Stück weit angekündigt. Wir waren massiv überverkauft, positive Divergenzen gebildet hier im 15-Minuten-Chart des SPY, also des maßgeblichen S&P 500 ETF. Und manches spricht dafür, dass wir entweder heute oder gestern das Tief erstmal jetzt gesehen haben im S&P 500.
Wir dürften dann wahrscheinlich doch nochmal so eine Gegenbewegung sehen, die so ihren Top erreicht, also die praktisch die Spitze wieder erreicht zwischen 29.12. und 3.1., wenn man sich bestimmte zyklische Muster mal anschaut. Wie gesagt, heute kommen diese wichtigen Inflationsdaten, das wird eine entscheidende Rolle spielen. Heute beginnt auch diese Santa Claus Rally-Periode, die normalerweise in den letzten 5 Jahren auch wirklich gut funktioniert hat. Wird sie diesmal funktionieren, werden wir sehen, übergeordnet aber. Und das ist das, was eigentlich das Relevantere ist. Wir haben das kurze Zeitfenster, wir haben das längere Zeitfenster. Das längere Zeitfenster sagt, wir werden eine dicke Rezession bekommen. Conference Board hier mit dem Leading Indicator Index, also praktisch US Leading Economic Index, ist um 1% gefallen jetzt im November. Das ist der größte Rückgang seit April 2020, sodass die Rezessionswahrscheinlichkeit jetzt bei 96% liegt. Das ist einer der höchsten Werte. Es kam dann immer zu einer Rezession. Wir sehen die Zinskurven über 90% invertiert. Also hier schreien die Märkte, da kommt eine Rezession, weil wahrscheinlich die Fed eben mit ihren Zinsanhebungen die US-Wirtschaft in diese Rezession stürzt. Und ein Punkt ist auch wichtig, wir sehen jetzt immer mehr, dass Buybacks, also Aktienrückkäufe der Unternehmen, abgesagt werden. Das hatten wir bei Micron und CarMax kürzlich. Das heißt, dieser Rückenwind, der in den letzten Jahren fast für die Hälfte des Anstieges der Aktienmärkte letztendlich verantwortlich war, der wird jetzt immer schwächer. Warum sagen Micron und andere ihre Buybacks ab? Nun, weil sie das Cash brauchen. Das ist genau der Punkt. Die Zeiten werden härter. Man erwartet, dass ökonomischer Gegenwind kommt. Also hält man das Geld zusammen, gibt es nicht aus, wie einst in Zeiten der ultralaxen Geldpolitik für die Rückkäufe eigener Aktien, die ja auch das Unternehmensergebnis geschönt haben, weil man eben diese Gewinne durch weniger Aktien teilen musste. Also das wird nochmal ein richtiger Gegenwind, genauso wie der globale Kreditimpuls, der immer schwächer wird. Der ist jetzt sogar schwächer als in der Finanzkrise. Die Chinesen beginnen so langsam umzusteuern, aber alle anderen Notenbanken sind ziemlich dick auf dem Bremspedal nach wie vor stehend. Dementsprechend wird es mit einem Soft Landing eben sehr, sehr schwierig. Das heißt, übergeordnet ist mit einer Rezession zu rechnen. Wenn wir uns ins kurzfristige Zeitfenster wieder begeben, dann schauen wir uns gestern mal hier diesen Nasdaq 100 an. Wir hatten eigentlich diesen Trendkanal gehalten, dann diese Umkehrkerze, die gestern dann wieder praktisch ungültig gemacht wurde. Wir sehen, dass der Dollarindex jetzt vor einer Entscheidung steht. Das sieht irgendwie eher danach aus, als würde der Dollar steigen als fallen. Aber wir sehen hier, das engt sich immer mehr ein. Da wird etwas passieren. Und wie gesagt, der Nasdaq hat es gestern nicht geschafft, wie auch die gestrigen anderen Indizes gestern haben es nicht geschafft, hier wirklich diese Steilvorlage zu nutzen. Und gucken wir uns mal dieses Pattern an zwischen 2008, also Finanzkrise, und heute, dann sehen wir eine ganz, ganz ähnliche Formation. Das hatten wir auch schon mal im Jahr 1982. Damals sind die Aktienmärkte deutlich gestiegen, sind eben nach oben ausgebrochen aus dieser Formation. Aber 2008 lief die ganze Geschichte ein bisschen anders. Da brauchen wir wahrscheinlich einen Trigger, irgendwie einen Auslöser dafür. Wir werden sehen. Aber was ist für heute zu erwarten, meine Damen und Herren? Da ist zu erwarten, dass wir eine Erholung sehen, aber vorher vielleicht nochmal einen Rücksetzer sehen. Vielleicht, wenn die Inflationsdaten doch nicht niedriger ausfallen, dann könnte der S&P 500 nochmal so in den Bereich 3720, 3730 nach unten gehen. Aber wir sind eben dabei, eine positive Divergenz zu bilden. Das heißt, wenn wir nochmal einen Abverkauf sehen, dann wäre das im kurzen Zeitfenster wahrscheinlich so bis Jahresende nochmal eine Long-Gelegenheit. Wir dürften dann dieses Gap vielleicht nochmal schließen, so in etwa bei 3950 Punkten, bevor dann der nächste Rücksetzer kommt aus den von mir genannten Gründen. Eben dieser monetäre Gegenwind, den wir auf der einen Seite haben, dann der ökonomische Gegenwind,
den wir zusätzlich dazu haben. Das ist kein Umfeld, in dem Aktien wirklich richtig gut laufen, auch wenn viele eben den Boden ausrufen. Kommen wir jetzt noch mal kurz nach Deutschland, meine Damen und Herren. Sie wissen, ich zeige in den letzten Tagen immer, was genau vor 100 Jahren passiert ist. Am 23. Dezember 22, da ist Weihnachtsgebäck teurer geworden. Da musste man für einen Pfund Mehl 250 Mark zahlen, Zucker 180, Walnüsse 500 bis 600, Butter 1500 Mark. Das wurde also immer teurer. Da begann sich schon die dann im Jahr 1923 eskalierende Hyperinflation abzuzeichnen. Das nur mal ein kleiner Seitenhieb sozusagen auf die EZB und ihre geniale Einschätzung der Inflation. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen für Artikel. Volkswagen-Aktie eigentlich total günstig. Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,9 bei den Vorzugsaktien. Was ist da los bei VW? Warum ist die Aktie so günstig? Da ist vielleicht für Investoren was dabei, was interessant ist. Und was macht der DAX eigentlich? Werden wir die 14.000er-Marke halten? Zweite Artikelempfehlung. In diesem letzten Videoausblick des Jahres, mit dem ich Sie erstmal entlasse. Wir sehen uns hoffentlich heute Abend nochmal im Marktgeflüster. Dann wünsche ich Ihnen schöne Weihnachten, ein gutes neues Jahr. Aber das mache ich dann erst im Marktgeflüster, meine Damen und Herren. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.